Hey, Schoss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich bin Chazzer Revive und ja, ich habe meine Viecher ein bisschen auf Level gebracht. Das am vermeintlichste wahrscheinlich war, dass Renmeimei jetzt Psychostrahl kann, was mehr AP hat als Giftsauger. Sui ist komplett durchgedreht und hat jetzt Erdbeben erlernt. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Und unser Pate kann jetzt Schlitzer, Zerschneider und Schwertanz. Ich sag euch, der Vogel ist ein Samurai, es will nur keiner wahrhaben. In Wirklichkeit ist es einfach nur ein Vogel, den man essen könnte, aber in Wirklichkeit... Und Alarm, was schaust du gegen einen Schlurp? Oh, wenn das so ist. Schlurp, was soll ich mit einem fucking Schlurp? Schlurp! Und der Gaudiband mit dem Sub! Vielen Dank, Dude! Ist auch schöne Fahrradmucke, wenn man das mal so sagt. Stimmt, ich muss jetzt immer nach oben lenken. Ganz vergessen. Wir fahren den Fahrradweg andersherum hoch. Wir fahren den Hügel hoch. Es tut mir leid, ich bin erschöpft. Das ist ja ganz schön, dass du das bist. Ja, Smogon, ich hab Vertrauen in Gobble. Das sind 10 Level über. Ich weiß. Aber... Sagen wir es mal so, die Schwerkraft im Fahrradweg ist merkwürdig, weil wenn du nach oben fährst, bist du langsamer aus irgendeinem Grund. Nobody knows why. Wahrscheinlich wirklich, weil es bergab geht. Aber ich glaube fest an Gobble, auch wenn der Typ so viele fucking Smogons hat und Smogmogs. Smogmog! Fuck my life! Es ist nicht sehr effektiv, aber es crittet fast immer. Danke. Oh Mann, Gobblefloor. Am liebsten würde ich dich ja mittlerweile echt nah auf Gobblefloor umtaufen. War das jetzt der vierte Crit hintereinander? Und außerdem, wir müssen ja nicht nur Gobble leveln, ne? Es gibt ja auch noch andere Pokémon, die tatsächlich wir auch leveln können. Also, es ist nicht nur Gobble, der hier, ne, der Arbeit machen muss. Aber Gobble kann arbeiten, belassen wir es so. Er kann jetzt tatsächlich auch mal was tun für sein Geld. Den einen oder anderen können wir auch mal auslutschen. Crittet zwar nicht so viel, aber mein Gott. Spart uns Geld, ne. Spart Geld an Tränken. Warum habt ihr alle so viele fucking Smogons? Was ist euer Deal mit Smogons? Smog. Na, 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 na. Komm, Crit. Another Crit. Another one. Another one. Another one. Another one. Gobble und seine Rasierblatt-Crits. Ein richtiger Blattsniper. Oh komm, du gibst Wesen. Mir fällt das jetzt auf. Das zweite Smogon. Also das Smog vom Mog. Wie es guckt. Da oben in der Ecke. Das setzt immer nur Tackle, Alter. Adorable. Der Gobble ist trotzdem scheiße. Danke, Fireblast, dass wir es erkennen können. Er crittet zwar gerade nonstop. Aber Gobble ist still shit. Your Gobble ist still shit. Ich meine, ihr seht's vielleicht. Ich halte jetzt gerade nach oben. Oder nach links oder rechts. Und es geht so. Und jetzt passt mal auf, was passiert, wenn ich den Stick loslasse. Man fährt automatisch nach unten. Ein schickes Fahrrad. Wählt sich gut. Mann, du hast ein Bike. Eigentlich... Smogmog. Alter, wieso habt ihr alle Smogmogs? Weißt du, die Pokémon-Welt wäre, glaube ich, weniger verpestet und alles oder hätte weniger Umweltprobleme, wenn ihr nicht alle mit dem Smogmog rumrennen würdet. Wisst ihr, was das Vieh an Abgasen verursacht? Und so wie ich das jetzt ja von der KI verstanden habe, gehen sie sowieso nur auf Sachen, die effektiv oder sehr effektiv sind. Und da Gobblefloor ja natürlich gesehen Gift ist... Ich weiß, ich denke die KI sich manchmal, ja, was will ich eigentlich?
Immer, man hat mir mal erzählt, dass ich irgendwie mit einem, was war das, mit einem Zubat irgendwie Siegfrieds Dragorans klatschen kann, weil das so ist. Oh, Slimog. Oh, das könnte tricky werden. Ah! Ich denke mir immer bei Slimog so, hey, du da! Setzt Fund ein, Levi Knuffig. Gut, versuchen wir es mal mit der Queen. Weil das könnte, glaube ich, ein bisschen dauern. Suck it, Dark. Auf Gobblefloor hätte es auch nichts gebracht, davon mal abgesehen. So, komm, spül das Ding weg. Oder tu es nicht, es geht auch. Aber guckt euch die Queen an. Wie viel KP die jetzt schon hat. Auf 39. Unsere Queen, ne? Der Kaiju Nummer 1. Mist! Und Gobblefloor ist halt Kaiju Nummer 2. Seien wir ehrlich. Gobblefloor ist... will always be Kaiju Nummer 2. Alter, schalt einen Gang runter. Das ist nicht gesund. Biker, Könige des Highways. Ist es nicht sogar, dass das hier irgendwie ein Fahrradhügel ist und ihr hier mit Bikes rumdödelt? Oh, er hat nur eins. Und es ist ein Climb. Oh, scheiße. Okay, warte, versuchen wir mal. Ist ausgewichen. Oh. Sein Flu nimmt zu. Ja, macht nichts. Ich hab dich trotzdem eingepflanzt. Und alles, was er benutzt, ist Pfund. Das ist adorable. Meine Schmarotzer-Attacke. Oh ja. Ich mach dich langsam, aber sicher tot. Wir haben eine Menge Zeit, you know. Das hat überhaupt nichts gebracht. Aber ich kann dich langsam, aber sicher auslutschen. Oder um Skyrim zitieren zu dürfen, damit ich dich langsam, aber sicher ausrauben. Na gut. Vor allem schon wieder? Okay, das wird jetzt langsam asozial. Mit deinem Kackfluchtwert. Ich meine, gut, du bist eingepflanzt, also. Und Rasierblatt crittet aus irgendeinem Grund trotzdem. Lass mich raten. Nochmal Crit? Jesus fucking Christ, dieser Angriff crittet ja nur. Was ist denn hier los? So, Lutsch ist kaputt. Oh. Oh. Ja. Offenbar ist schon wieder irgendein Problem mit dem Internet. Mal wieder. Steht auf einmal willkommen im Chat. What the fuck? Aber ich... What the fuck? Gib mir mal eine Sekunde. Oder? Nee, oh, oh. Oh, oh! Oh! Es lebt, okay. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie in letzter Zeit ist mein Internet unglaublich wonky. Und ich habe keine Ahnung, why. Mein Internet ist in letzter Zeit abnormal bouncy und ich verstehe nicht, warum. Ich hatte heute Morgen, also heute Vormittag schon mal so... Mein Gott. Glatzkopf. Aber immerhin mal was anderes, was ich klatschen kann. Ging daneben, wirklich. Süß. Ja, irgendwie ist es merkwürdig. Mein Internet ist seit Tagen so ein bisschen bouncy und ich... Das geht mir irgendwo arg auf den Keks. Oh shit, Raser. Oh Mann! Sieht immer noch aus wie ein geplatztes Sofakissen mit Arm. Gut, dass wir Luffy nicht mitgenommen haben. Ne, es liegt ja nicht an Twitch. Ist schon wieder ein Volltreffer. Ist das irgendwie Volltreffer-Garantie oder habe ich hier irgendwas verpasst? Luft ist los. Es ist ja mein Internet und nicht Twitch. Das ist ja die Sache. Da braucht man Twitch gar jetzt hier den schwarzen Peter zuschieben. Das bringt nämlich auch nichts.
Oder vielleicht doch, weil offenbar habe ich gerade eine Bitspende bekommen, aber aus irgendeinem Grund geht die Dings nicht durch. Es ist alles... irgendwie ist heute merkwürdig. Aber moin Estrana und hey, moin der Monsterlord. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum die Dings nicht, die Notification nicht durchging. Weil vorhin ging sie durch. Das ist das Merkwürdige an der Sache. Das ist absolut weird. So, wir sind auf jeden Fall hier schon mal oben. Das ist schon mal etwas. It's something. Genau, ja, Schlitzer ist genauso mega. Deswegen bin ich froh, dass der Bate Schlitzer erlernt hat. Könnte noch witzig werden. Oh ja, geil, Flashbang mich halt. Ich habe noch ein paar Rasierblätter für dich. Pokémon 3D AP? What? Wie darf ich das verstehen? Ach, die zweite Gen in 3D. Ach, du meinst hier Soul Silver und Heart Gold. Das ist eine gute Frage. Klatsch. Weil ich kriege immer von so einem Schleimhaufen meine runtergehauen. Das ist absolut uncool. Und dann sauge ich sie aus. 38. Wir machen Fortschritt. Das ist schön. Wir sind also bald bereit, uns mit Koga zu prügeln. Wobei das wahrscheinlich sowieso überwiegend Rin-Mei-Mei regeln wird, weil... Was willst du gegen Giftviecher machen, außer mit Psyche beballern? Am I right? Das ist ein Fangame? What? Okay, dann habe ich da keine Ahnung, was das sein soll. Sag mal, ist die Volltrefferquote 100% oder habe ich einen an der Flöte? Weil langsam, aber sicher, ne, ist es unrealistisch. Der Slime hat nur so unkonzentrierte Augen, weil, I mean, look at it. Es ist ein Haufen Pfütze. Es ist ein Haufen Pfütz. So. Sind wir hier nämlich auch bald durch. Können uns das Relaxo eventuell krallen. Wenn nicht, machen wir es platt. Ich beschwere mich nicht über Volltreffer, um Himmels Willen. Es ist nur merkwürdig. In der Regel ist solches Glück mir nicht vergönnt. You know what I mean? Normalerweise kenne ich so ein Glück nicht. Es ist ungewohnt, belassen wir es dabei. Volltreffer. Schlammbart. Was im Anime immer nur aussah, als ob sich Smogmog übergeben hätte. Okay, jetzt ist sie aber echt merkwürdig, weil jetzt sehe ich, dass um die Ecke Beatlog der Estrana ein Abo geschenkt hat. Aber das geht auch nicht durch. Ergo, wenn die Folge vorbei ist, werde ich einmal den Stream resetten. Und dann gucken wir mal. Da, weil irgendwas stimmt ja jetzt gerade nicht. Something's busted. Da müssen wir dann gleich doch mal gucken. Das ist ein 33 Macholo, alter Schwede. Aber ein großes, überfahrenes Kind. Oh, kann ich verstehen. Ich hasse Overwatch Ranked auch, aber hilft nichts. Ich werde bald meine Placements mal wieder machen müssen. Sieht ein bisschen doof auf Papier aus, wenn du letzte Season Platin warst und jetzt noch nicht gerankt hast. Aber was kommt, das kommt. Na, endlich mal wieder irgendwas, was nicht Smogon oder Slimer ist. Oder deren Entwicklung. Okay, wir haben nur noch einen Megasauger. Da muss Gobble sowieso raus.
Weil Gobble keine Offensive. Ja, fuck my life, right? Ah, komm. Machen wir so. Brauchst du mich geil so zu flashbangen, du wirst trotzdem sterben. So oder so. And you die. Ja gut, jetzt muss Gobble sowieso raus. Überlassen wir das mal dem Paten. So, mit Schlitz. Was genauso aussieht wie Kratzer. Nur immer crittet irgendwie. Der Pate war sowieso hier easy zu leveln. Er kriegt ja spezielle Erfahrung. Ne? Was willst du? Alter, chill mal deine Zone, ja? Bin nur hier, weil ich Erfahrung haben will, ne? Ich mach diese Erfahrung nur darum. So, Gobble, jetzt müssen wir das mal ein bisschen anders machen. Aber wir überlassen das der Queen. Eigentlich wäre es schlauer, es Rin Mei Mei machen zu lassen. Es wäre sogar um einiges schlauer. Einfach weil wir sie nachher für Koga brauchen. It's essential. Kannst du mal damit aufhören? Mein, lass das sein. Ist gut jetzt. So, dann hauen wir doch mal, wenn wir da gerade dabei sind. Smogmon! Smogon, ich bin Zugführer. Radikal Beam! Easy. Easy life, easy win. Gut. Ja, Gobble kann auch mal kurz auf 38 sein. Das stört jetzt nur auch nicht wieder. Müssen wir leider mal gucken. Müssen wir leider mal den Stream resetten und dann wird das schon. Kriegen wir das schon wieder hin. Das wäre doch gelacht. Vor allem entweder ein Kampftyp oder ein Gifttyp, ne? Aber beides geht gegen Psycho drauf. Und ein Crit. Willkommen am Tag des Crits, meine Freunde. Was ist unser Job? Wir critten. Warum machen wir das? Weil wir es können. Noch ein Crit. Another one. Another one. Another one. Ey, sag mal, was ist hier los? Komm, noch ein. Alle guten Dinge sind drei. Come on. Okay, kein Volltreffer. Hat auch so gereicht. Das hätte mir auch... So. Holen wir uns das letzte Relaxo. Aber erstmal gucken wir, was hier oben ist. Beziehungsweise gucken wir mal, ob wir überhaupt ein Relaxo kriegen. Probably not. Radwind. Freude in Ausflug. Es ist schön, dass ihr das macht. Das, ich habe gedacht, ihr hättet irgendwas Schönes, aber ihr habt überhaupt nichts. So, Relaxfuck. Ich bin hier, um deine Seele zu claimen. Ich will deine Seele. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber gut, das, irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Du bist aufgewacht, du bist brummig und greif verschlafen an, also wie ich in der Frühschicht. Zeichne mich wie eins deiner französischen Relaxos. Versuchen wir es mal mit Stachelspore. Erstmal ein bisschen auf den Keks gehen, dem Vieh. Erstmal werde ich gekopfnuss. Das ist, Gehen wir mal nicht so overkill mit Psystra. Ah, das bringt ja gar nichts. Und schon setzt der Erholung ein. Du bist mir ja einer. Höchstwahrscheinlich würde ich Relaxo auf eine Box packen und es. Oh, okay. Ich glaube, ich würde Relaxo einfach Frühschicht nennen, wenn ich es fange. Einmal noch, komm. Kein Crit. No Crit. Good girl. Ja, und es schläft wieder. Ja. Das kann jetzt ein paar Runden so weitergehen, mein lieber Relaxfax. Zumal irgendwie ja Erholung alles überschreibt, was irgendwo merkwürdig ist. Es ist verwirrt, sehr schön. I like that one. Ist verwirrt, hau dich.
Du Ficker! Du gehst mir echt auf den Keks. Aber ich habe noch ein paar Psi-Strahle für dich. Das können wir also ewig so weitermachen. Und du bist dann immer noch verwirrt. Das geht ja nicht einfach mal weg, ne? Derbe Spezialverteidigung. Ja, der Relaxo hat eine Menge derbe Sachen. Unter anderem mehr Nerven, sich mir so in den Weg zu stellen. Yes! This is my chance! My stand! Hyperball! Yo! Sehr schön! Relaxo, Tagträumer, viel zu schwer. Sehr faules Pokémon, wenn er nur schläft und frisst. Je größer wird, desto mehr schläft es. Kann ich es überhaupt so... Ja, ich kann es so nennen, okay. Sofern es so passt. Frühschickt. Es ist die weltberühmte Frühschickt. Wer kennt sie nicht? Wer hasst sie nicht? So, jetzt cruisen wir ganz normal nach unten. Und dann das nächste Mal können wir Koga in den Arsch treten. Es sei denn, du gehst uns jetzt natürlich auf den Keks. Das ist natürlich eine andere Sache. Das ist was ganz anderes. Und natürlich machst du deine Worte wahr und hast einen fucking Voltoboy. This is just dandy. Na gut, ist ein Fall für Sui. Der rastet mittlerweile sowieso aus. Oder jagt dich in die Luft, das geht auch. Ich hätte es anders gemacht, da... Süß! Alter, das hat sich ja nicht mal gelohnt. Okay, das wird ein bisschen, ein klein bisschen weh. Oder auch nicht so viel. Ich rüttel dich mal durch, ja? Die! So geht's auch. So kann man's auch machen. So, ich halt mal nix gedrückt. Der geht hier schon automatisch. Wirklich? Pokémon entwickelt sich nicht weiter. Warum? Wenn du jetzt irgendwelche Pokémon hast, die schon längst irgendwie ein anderes Evolution sein müssten, ne? Ich schwöre dir, ich klatsch dich. Okay, du hast einen Mashok. Gut, du hast einfach keine Freunde. Das erklärt alles. Du hast einfach keine Freunde, mit denen du tauschen könntest. Ich frage mich, ob diese Regeln in der Pokémon-Welt tatsächlich existieren. Ihr wisst schon, also das... manche Pokémon sich nur durch Tausch entwickeln können. Eine Regelung, die ich bis heute retarded finde. Imagine, stellt euch vor, ihr habt keine Freunde. Tja. Oh mein Gott, wirklich? Sei ein Rebell! Fuck the system! Ja, du siehst auch so aus wie einer. Ich wollte ja jetzt was anderes sagen, aber ich hab's mir verkniffen, mein Freund. So, nimm dein Sofakissen und geh woanders hin. Und ein Mashok. Der Mashok sieht hier auch. Der Mashok sieht hier echt aus wie so ein Pfefferkuchenmann. Ein sehr buffer Pfefferkuchenmann. Yes. 40. Nice Sache. Genau, was wir brauchen. Arge. Ja, richtig. Fuck the system. Das bekommst du dann. Manche Sachen, die Leute hier sagen, sind aber auch zum Schießen. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. So. So weit, so gut. Ich gehe jetzt einmal heilen. Und dann werde ich wahrscheinlich einmal kurz den Stream resetten und meinen OBS, weil offenbar irgendwas jetzt nicht cool war. Und dann sehen wir uns dann gleich hoffentlich wieder. Weil ich muss, das ist merkwürdig. Ich finde es auch nicht toll, wenn Notifications nicht durchgehen. Von daher... So. Ach, geh weg. So. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye.